Oh, was haben wir denn hier? Falsche Fitnessvorbilder. Alles ganz schön, unecht. Das gucken wir jetzt. Los geht's. Und mit eurem Lieblingsgirl. Ohne lange Worte starten wir direkt ins Video, denn ich muss noch trainieren. Auslöser für dieses Video war unter anderem die FIBO, die einige Untrainierte von euch wahrscheinlich nicht kennen. Es ist eher mein Spezialgebiet. Die FIBO ist eine Messe für Gesundheit, Fitness, Wellness und unter anderem Ist das nicht eigentlich eine Messe für Leggings? Sich dort Sportler, Fitness-Influencer, Fitness-Begeisterte und Marken. Und in den letzten Wochen gab es einen kleinen Aufstand, nämlich haben sich viele über eine Fitness-Influencerin beschwert, weil sie unnatürliche Proportionen bewirbt, die auf natürlichem Weg eigentlich gar nicht zu erreichen sind, doch dennoch wird sie wie die Fitness-Ikone dargestellt. Ich habe mich selten so sehr aufgeregt wie... Schon alleine 2 Sekunden reichen, um rauszufinden, dass das... dass die Persona dahinter nicht viel mitbringt. Wie wirklich an den Tag. Ich kann es nicht verstehen, wie Leute Influencer buchen können, die dann als Idol dastehen, um Leute zu animieren, Sport zu machen, fit zu sein, einen gesunden Lifestyle zu haben. Die sind von A bis Z gemacht, BBL, aufgespritzte Hip-Dips und dann steht... Nee, ich bin doch ein bisschen filter ich mich selber, okay? Ich filter mich ein bisschen selber. Ich filter mich selber ein bisschen, okay? Ein bisschen. Ich habe wirklich eine Frage, ich kenne mich damit nicht so gut aus und das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Sind ihre Lippen nicht auch gemacht? Und die Zähne? Und das Gesicht? Die da und blöffen alle Leute an und tun so, als wäre das alles nur durch Sport so gekommen. Ja, ist klar. Doch ist sie ein Einzelfall? Für dieses Video habe ich mir eigentlich sehr, sehr viele Fragen gestellt. Wer sind die Fitnessvorbilder unserer Zeit und warum? Wie viel Photoshop steckt eigentlich da? Wir gucken einfach dahinter. Weiter. Gibt es wirklich sowas wie einen Booty-Booster? Und warum ist Sophia Thiels 12-Wochen-Programm eigentlich immer noch online, obwohl sie mittlerweile zugegeben hat, dass nicht mal sie diese Standards halten konnte? Und weil ich mir das natürlich nicht alles selber beantworten kann, habe ich mir einen Special Guest geholt. Das heute am Sonntag live um 18 Uhr. Bevor wir zu dem Video kommen, muss ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar waren Mama und ich letztens eingeladen auf eine Veranstaltung. Es war jetzt nicht die FIBO, obwohl ich uns da auch irgendwie gesehen hätte. Nein, es war eine Weltpremiere und zwar von Der Pass Staffel 3. Hierfür wurden wir extra nach Wien eingeladen und durften auch auf den roten Teppich. Und die Leute wollten so viele Fotos von uns. Hey, verpisst euch! Geht mal jetzt weiter! Und wir durften vorab die 2 neuen Folgen der finalen Staffel sehen. Und in der Serie geht es primär um 2 Kommissare, nämlich Ellie, die wir auch persönlich treffen durften. Und die sah auch total begeistert aus. Gideon, den wir überraschenderweise auch sehen. Sah auch total begeistert aus. Durften 2 Gegensätze, wie Mama und ich, die sich für einen letzten Fall nochmal zusammenraufen müssen. Das alles eher in einem düsteren Stil, mit spannender Musik und fesselnder Story. Und es ist auch ein bisschen was zum Gruseln dabei. So ein bisschen wie Temptation Island, nur mit besseren Kameras. Nee, okay, das ist ein Spaß. Ich durfte sogar ein professionelles Interview abgeben, wo ich meinen ersten Eindruck schildern konnte. Und ich finde, ich habe das ganz gut gemacht, bis dann Mama der Meinung war, dass ihre Meinung wichtiger ist. Deswegen fand ich es mega, mega cool. Ich bin einfach gespannt. Ab dem zweiten Teil haben wir nicht mehr geschlafen, weil wir unbedingt weiter gucken wollen. Und ihr wisst, Leute, wenn Mama sich etwas anschaut, dann ist sie schonungslos ehrlich. Meiner Meinung nach eine Serie, die Thriller-Fans wirklich gesehen haben müssen. Es ist spannend von Anfang an. Es ist gut aufgebaut. Es hat ein sehr, sehr hohes Niveau. Das war total spannend. Das hat uns so gefesselt. Ich war echt platt. Meine Außenkorrespondentin, ja, Mama, also vielen Dank. Ihr könnt euch das exklusiv auf Sky und Wow anschauen. Und das alles, indem ihr einfach den ersten Link in der Beschreibung anklickt. Nur mal sagen, das können wir zurück zum... War richtig geil. Vielen Dank dafür. Und danke nochmal an Sky. Du musst aber auch dein Geld verdienen. Und das verstehe ich. Und genau deswegen lasse ich das laufen und skippe das nicht. Genau deswegen mache ich das, weil ich das respektiere, dass du Geld verdienen möchtest und das ist auch vollkommen legitim und okay. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn es nicht 3 Minuten wäre am Anfang. So viel. Weil man verliert ja schon, wo, also bei welchem Thema war geil man denn jetzt? Geil für die tolle Einladung und dass wir uns auch mal prominent fühlen konnten. Geht mal jetzt weiter. Yeah. Nun aber von einem Gruselfaktor zum anderen und zwar zu diesem Hintern, der heiß diskutiert wurde.
Ehrlich? Was wird denn da diskutiert? Aufrufzahlen der Workouts sprechen für sich. Grow your booty, toned arms oder slimmed toned legs in 7 Tagen. Und die Ergebnisse sind vielversprechend. Ich meine, wenn man sich diese Bilder anguckt, dann möchte man doch am liebsten gleich anfangen. Doch wie realistisch ist denn das Ganze? Dafür habe ich mir Coach Steph ins Video geholt. Hey, ich bin Coach Steph. Hi. Ich habe einen YouTube-Kanal, da mache ich ab und zu ein paar Fitness-Themen. Deswegen wurde ich heute hier eingeladen. Ich habe mich gefragt, wie realistisch sind denn die Ergebnisse von Pamela Reif und Co. Gerade hierzu hat Coach Steph einige coole Videos und Analysen auf seinem Kanal, also schaut da gerne mal vorbei. Als Anfänger kannst du Folgendes erwarten. Du wirst merken, dass deine Ausdauer besser wird, deine Kraft wird ein bisschen besser. Kann auch sein, du fühlst dich am Anfang so ein bisschen kaputter einfach, weil du dich komplett zerstört hast, wenn du es nicht gewohnt bist. Aber vor allem, weil du vorher gar nichts gemacht hast und jetzt irgendwas machst, wird es insgesamt besser, auch von der Optik her. Die Frage ist halt, wie weit kommst du? Wenn du nicht irgendwann die Intensität erhöhst oder den Umfang, sprich mehr Gewicht, oder länger trainieren oder mehr Sätze, dann wird sich dieser Trainingsfortschritt halt leider auch einstellen. Deswegen sind solche Homeworkouts, 10 Minuten, 20 Minuten, solche Videos halt nur für einen begrenzten Zeitraum sinnvoll, sofern da nicht ein System dahinter ist, wie du es halt damit steigern kannst. Aber ganz ehrlich, wenn du so wirklich einen Hintern aufbauen willst, du kommst nicht drum rum, irgendwann ins Fitnessstudio zu gehen, weil deine Beine, dein Hintern ist halt eine starke Muskelgruppe. Da musst du halt viel Gewicht benutzen. Auch so eine Lisa Del Piero, selbst die bewegt 200 Kilo beim Hip Thrust. Das ist schon viel, also ist schon gut, da muss man echt sagen. Was? Alter! 200 Flöten, Junge? Muss ich ausprobieren. Scheiße, ich habe keine Kamera in der Garage, sonst hätten wir das. Habe ich überhaupt 200 Kilo? Das könnte knapp werden. 200 Kilo? Heißt aber nicht, dass der Hintern nur dadurch kommt, halt, der ist halt trotzdem ob. Ja, Maga, das also jetzt mal wirklich Butter bei der Fische, ne? Ich trainiere auch Arsch, jede Woche. Und da ist auch ein bisschen was dran. Aber also, seit zwei Jahren, jede Woche. Also, come on. Also, das geht mal ganz ehrlich. Es tut mir jetzt leid, ich mache das ungefiltert. Ich meine das an keiner Stelle respektlos gegenüber den Menschen. Absolute Karottenhaut, okay? Also, das ist schon mal das erste Ding, wo du dir sagst, ja, da wurde schon mal ein bisschen mit Photoshop rübergerührt, Lippen. Photoshop rübergerührt oder wahrscheinlich sogar gemacht. Keine einzige Falte im Gesicht. Alles glatt. Medaille aus Timbuktustan mit einer übelsten, mit einem übelsten Becken dazu. Maga, wer glaubt, dass das real ist, dem kann halt nicht geholfen werden. Wirklich, dem kann nicht geholfen werden. Also selbst die krassesten Pumper, die Physik, also diese Physik hier funktioniert nicht. Also oben so, runter und dann wieder so. Wie denn? Dein Körper sucht sich das doch nicht aus, wo er sein Zeug abtragen will und wo er was hinpacken will. Also selbst wenn du trainierst, kannst du beispielsweise, deswegen finde ich immer diese wunderbaren, geilen Workouts so schön, ich zeig dir, wie du deinen Männerbauch loswirst. Und du denkst dir immer so, was zum Kuckuck, wie denn? Hallo? Ja, hi Körper, du, ich bin's. Ich wollte heute nur mal durchsagen, wir machen heute Bauch, ne? Und dann nimmst du aber auch nur Fett vom Bauch weg, ne? Ja. Nee, Kaloriendefizit ist gut. Weißt du Bescheid? Heute Bauch, ne? Ja. Nee, ist okay, cool. Nee, mach ruhig. Sowas funktioniert doch gar nicht. Das sucht dein Körper sich doch vollkommen alleine aus, wo er zum Beispiel Fett abbauen möchte. Oder wo er was hinpackt und wo er was einspeichert. Also außer du hast irgendwann keins mehr, dann hast du keins mehr. So, aber was sind das immer für idiotische Sachen? Also den Leuten, dem Zuschauer, dem Unwissenden, und ich sage jetzt extra unwissenden Zuschauer, wird so viel Scheiße verkauft, wo du dir denkst, Maga, wer ist denn bitte so hirnverbrannt und glaubt das? Das ist ja schön, ne? Also es ist ästhetisch. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht ästhetisch ist. Ob das jetzt dein Geschmack ist oder nicht. Aber wer glaubt denn, dass das real ist? So, dass da jemand steht, den ganzen Tag in eine Muckibude geht und dann sagt, ja, Alter, guck mal, das ist mein Hintern. So sieht er halt aus. Erstmal trägst du eine fucking Leggings. Die Leggings sind absolut der größte fucking Fake auf dem ganzen Planeten. Eine Leggings ist der größte Fake auf dem ganzen Planeten. Weil in der Leggings hat jeder einen geilen Arsch. Jeder Mensch auf Planeten. Da kannst du dir selbst als Typ eine Leggings anziehen und du hast den absoluten Melonenhintern. Jeder. Da geht's doch schon los. Die Leute stehen dann immer da und dann schieben sie extra so ihre Arschbacken nach oben, um das mal hier so ein bisschen anzuspannen. Ne? So, oh, guck mal, ich habe meine Hintern angespannt und dann kommt noch die Leggings, Alter, und schwuppdiwupp stehst du so da, weil das alles angehoben wird.
Das ist so ein Much, wirklich. Und dann stehen die da immer, machen ihre Fotos vor irgendwelchen Spiegeln. Ich sehe heute super ultra heiß aus, Junge. Nee, deine scheiß Leggings macht das. Und zu Hause ziehst du es aus, stehst vorm Spiegel. Fuck, ich sehe ja richtig scheiße aus, ey. Ja, moin, willkommen in der Realität. Huhu. Du hast dich für eine halbe Stunde toll gefühlt, als du vorm Spiegel rumgezappelt bist und dieses Ding angehabt hast. Und dann hast du festgestellt, oh oh, ist ja doch gar nicht so geil. Okay, gucken wir einfach erstmal weiter, okay? Vielleicht kommt ja noch was. Operiert noch dazu. Ja, sollte man halt immer im Auge behalten. Ja, von daher, als Anfänger, es wird auf jeden Fall Fortschritte geben. Du solltest auch auf jeden Fall damit anfangen, dich nicht entmutigen lassen. Aber du solltest auch schlau genug sein, zu wissen, dass es noch weitergeht und dass man sich fortbilden muss. Versteht mich nicht falsch, ich bin prinzipiell dafür, dass jede Form von Sport sinnvoll ist und jeder, der euch motiviert, einen guten Job macht. Jedoch sind die Intentionen und die Erwartungshaltung, die man dabei vermittelt, entscheidend. Die Fitness-Influencerin Lisa Del Piero wird besonders gefeiert, da sie praktisch einen Hintern aus dem Nichts aufgebaut hat. Wirklich etwas. Natürlich. Das war wieder so ein Ding, weißt du? Morgens am Tisch. Du nimmst dein Telefon und dann drückst du einfach drauf, Körper auf Durchwahl, 115, moin, du. Ich bin heute Morgen aufgestanden und ich dachte mir so, Alter, ich habe jetzt voll Bock auf so einen richtig geilen Hintern, ne? Du, pass auf, ich schmeiß dir jetzt einfach all möglichen Scheiß in meinen Körper rein, was mir die Leute so empfohlen haben im Internet und dann mache ich ein bisschen rumgezappelt für den Arsch und dann habe ich auf einmal einen Buslenker hinten dran. Ist ein Deal? Ja, geil, ey, super Idee. Wir hören uns. Bis dann. Haust du rein. Ich melde mich, wenn ich größere Brüste brauche, ne? Tschüss. Hä? Hm. Aus dem Nichts, ne? Lisa müsstet ihr eigentlich kennen, oder? Yeah. The sun is so strong, baby. Sie glänzt mit besonders vielen Gewichten und man kann ihr nicht absprechen, dass sie wirklich viel stemmen kann. Und sie hält ihre ganzen Sportroutinen fest und inspiriert damit andere. Und Lisa mag es vor allem Tipps zu geben. Beispielsweise, wenn es darum geht, einen großen Booty zu kreieren. Das Wichtigste für einen trainierten Booty ist auf jeden Fall konsequent Sport machen. Kein Leg Day bzw. Booty Day skippen. Dann essen. Und drittens, für mich ein super wichtiger Punkt, hatte ich vorhin schon erwähnt, die Mind-Muscle-Connection, dass ihr euch wirklich auf den Po-Muskel konzentriert. Sag ja. Ey, ohne Scheiß, Telefonate. Das sind die Telefonate, von denen ich gerade Mind-Muscle-Connection. Man könnte auch einfach sagen, hey, du, wenn du deine Übung ausführst, achte darauf, dass du deine Übung sauber ausführst. Nee, Mind-Muscle-Connection. Nee, führ deine Übung richtig aus. Punkt. Richtigen Ablauf, sauber und vernünftig. Nicht 10 Tonnen Gewichte, sondern vernünftige Ausführung. Mind-Muscle-Connection, Alter. Ja. Und Essen, super wichtig. Du, ich hab heute, ich hab mir so eine richtige Booty Bowl heute fertig gemacht. Wirklich, ich hab mir so eine richtige Booty Bowl, hab ich mir gezaubert. Die geht nur in den Arsch, nirgendwo anders rein. Wartet mal kurz. Hallo, Körper? Ja. Heute Booty Bowl, ne? Weißt du Bescheid? Hau ich rein. Alles bitte nur in den Arsch rein. Nirgendwo anders, nur Arsch. Weißt du? Gut. Tschüss, bis morgen. Das tut weh, wirklich. Es tut weh. Weil die Leute plüstern diese grundlegende Sache, die wirklich eine grundlegende Sache ist. Sachen, die du in deinen Körper reinwirfst, können A, gut sein oder schlecht sein. Und das lernst du im Grunde genommen in der Schule schon. Das lernst du in der Schule schon. Pass auf. Super simpel. Kaloriendefizit, du verlierst Gewicht. Kaloriendefizit mit Sport, du verlierst Fett. Kaloriendefizit mit Sport und Proteine und ein bisschen Pumpen baut Gewicht auf. Mehr Proteine, mehr Pumpen, mehr Umfang wird noch größer. Und dann erzählen die Menschen, nee, also Maga, wenn du jetzt genau an deinem linken Zeh 5 Gramm Fett verlieren willst, dann musst du genau das machen. Nee, am Arsch musst du das machen. Am Arsch! Mind-Muscle-Connection. Also die drei Punkte müsst ihr auf jeden Fall, daran müsst ihr euch halten und dann ist alles gut. Nach einiger Zeit war Lisa aber doch der Meinung, dass das gar nicht reicht. Das Mindset unter anderem. Sondern nee, und jetzt kommt nämlich das Produkt, was du kaufen musst. Mich wundert es, dass das nicht weggefotoshoppt wurde. Was kostet denn der Spaß? Sondern noch viel mehr für ein Booty entscheidend ist. Ein Booty-Booster. Logisch. Kann es sowas überhaupt geben, dass man gezielt einen Booster für seinen Hintern einnehmen kann?
Also sowas gibt's nicht. Ja. Auch nicht für den Bizeps, nicht für den Hintern, nicht für den Bauch, für keine Muskelgruppe. Ein Trainingsbooster hat meistens irgendwelche Stimulantien, wie jetzt Koffein oder Taurin, dass du ein bisschen wacher und fitter wirst. Dann noch so ein paar Aminosäuren, die zum Beispiel deine Durchblutung fördern sollen, damit du eben im Training die beste Leistung bringst. Ja. Manche kribbeln auch, das ist dann so ein bisschen Beta-Alanin, das hat aber eigentlich keine tolle Wirkung fürs Training, es ist egal. Viele Leute mögen aber, dass sie was merken. Psychisch wird es dann so zugesetzt. Aber das jetzt für den Hintern, das ist halt totaler Quatsch. Wenn ein Booty Booster also gar nicht so hilfreich ist, wie kommt man dann zu einem so überdimensional großen Hintern? Mal ganz abgesehen. Brasilien Buttlift nennt sich das und das ist ein Eingriff, der ist gar nicht mal so unkompliziert und uncool. Davon, dass Lisas Hintern in ihren früheren Workouts von vor 2 Jahren noch proportional gesehen total normal aussah und wirklich erreichbar war, auch wenn nicht unbedingt mit diesen Übungen. Und auch diese Bilder zeigen eine normale Frau mit einem normal trainierten Hintern. Gene, Sport, Ausdauer, Disziplin. Das kommt noch dazu, es ist auch extrem gefährlich. Kein Leg Day bzw. Booty Day skippen. Und eventuell ein paar Eingriffe. Was Lisa ja irgendwie auch offen zugibt, denn sie hat sich die Hip-Dips aufspritzen lassen. Ihr wisst schon, die Dinger, die eigentlich natürlich sind, aber in der Fitnesswelt nicht existieren. Ich meine, dazu gibt es sogar extra Workouts, obwohl es da eigentlich gar keine Muskeln gibt, die man trainieren kann. Ja, aber egal. Das ist ja, ey, man kann es den Leuten verkaufen. Ey, wirklich. Mit den Ängsten und der Psyche von Menschen, die nicht gewappnet sind dafür, kannst du alles verfickte Scheiße machen und du kannst alles verkaufen. Alles. Das ist ein Social-Media-Wunder. Du kannst Menschen alles verkaufen. Alles. Ich könnte euch den größten, euch nicht mehr, ihr seid zu alt dafür, aber ich könnte den meisten Leuten den größten Dünnschiss verkaufen. Ich könnte euch das Kochbuch 10.000 rausbringen. Ihr würdet das alle fressen und euch wundern, warum die Scheiße nicht funktioniert. Das ist so dumm. Es funktioniert trotzdem. Und Lisa hat gesagt, dass sie dabei ihren Hintern nicht berührt hat, denn logisch, sie hat ja auch den Booty Booster, warum sollte sie ihren Hintern anfassen? Aber wir haben ja schon gehört, dass es unrealistisch ist und dass Booty Booster nichts bringt. Warum glauben wir Leuten wie Lisa dennoch, dass dieser Hintern natürlich aufzubauen ist? Na, weil es dumm ist und weil Menschen in der Parallelwelt leben und nicht mehr in der Realität. Weil Realität ist nicht mehr. Du kannst niemandem sagen, dass er fett ist. Weil das nicht mehr okay ist und man das nicht mehr darf. Und hier geht nämlich das Problem los. So werden Menschen heute aufgezogen. Fernab von der fucking Realität. Und das ist auch okay. Wenn du in deiner Traumwelt leben möchtest, ist das dein gutes Recht. Das ist deine freie Wahl und das ist in Ordnung. Ey, dann zieh dir aber nicht so einen Reiß rein und beschwer dich am Ende nicht, warum das nicht funktioniert. Wirklich. Wenn jemand zu mir kommen sollte und sagt zu mir, du, Maga, ich bin dick, ich komme damit nicht klar. Ja. Da ist die Tür, geh Sport machen, beweg dich, iss was Ordentliches, sauf weniger davon, mach dies, jenes, Ananas. Nee, wir kaufen uns einen Booty Booster oder einen Gaming Booster, damit wir konzentrierter sind. Weil wir trinken scheiß Tee, einen Kaffee oder einen Liter Wasser. Das macht genau dasselbe mit dir. Nee, müssen wir Leuten verkaufen. Weil wir müssen ja abends nach der Arbeit, nachdem wir 10 Stunden puckeln waren und unser hart verdientes Geld eingesteckt haben, in den scheiß Shake reinballern, der fucking 50 Euro kostet, weil wir zu faul sind, einfach normales Wasser zu trinken, weil das schmeckt ja nicht. Nee, Wasser geht nicht, Alter. Wasser schmeckt nicht. Das ist ja ekelhaft. Nee, ballern wir uns einen Booster rein, damit wir performen können. Erfolgreiche Menschen sind attraktiv und Attraktivität macht erfolgreich. Sagen wir mal so, wenn du gut aussiehst, ist es in vielen Bereichen, glaube ich, leichter, ob es jetzt Fitness ist oder aber auch der Job, der Alltag. Aber es gibt auch mittlerweile viele Influencer, die jetzt nicht diesen typischen Model-Look haben und trotzdem sehr erfolgreich sind, weil sie einfach authentisch sind und sympathisch sind. Also ich würde mal schwer behaupten, es hat sich mittlerweile ein bisschen gewandelt, dass auch jemand, der nicht Covermodel-mäßig aussieht, auch trotzdem erfolgreich sein kann. Aber muss ja klar sagen, wenn du jetzt was bewerben willst, was verkaufen willst und es ist halt ein Bauchprogramm, dann wäre es halt hilfreich, du hast halt ein Sixpack oder du willst halt Muskel auf. Darf ich euch mein Bauchprogramm verkaufen, Chat? Würdet ihr mein Bauchprogramm kaufen? Würdet ihr mein Bauchprogramm kaufen? Also ich zeige euch das und ihr dürft das jetzt entscheiden. So, würdet ihr mein Bauchprogramm kaufen? Nicht mal für ein Twitch Prime würdet ihr mein Bauchprogramm kaufen? Schade. Gut, dann brauche ich euch ja auch meinen Bauch nicht zeigen. Dann halt nicht. Kauft halt nicht mein Bauchprogramm. Aufbau verkaufen, dann wäre es halt gut, du hast schon ein paar Muskeln aufgebaut. Heißt nicht, dass jeder so denkt und jeder Kunde immer nur nach diesem Optischen geht, aber für die breite Masse ist es halt...
Twitch Prime. It's not a crime. Da ist es, das Bauprogramm. Gurke löst das Bauprogramm ein. Seit 13 Monaten. Immer noch relevant, klar. Doch wie sieht es mit dem Großteil aus? Menschen, die gut aussehen, vielleicht definiert sind, ein Sixpack haben, suggerieren einem, dass sie Ahnung von Sport hätten. Mit nur 6 Übungen zu schlanken Muskeln. Was soll das überhaupt heißen? Grund dafür ist der Halo-Effekt. Man schließt von einer bekannten Eigenschaft eines Menschen auf eine unbekannte. Brillenträger werden als intelligenter wahrgenommen. Danke. Finde ich gut. Lehrer bewerten teilweise gut aussehende und freundliche Schüler objektiv besser als andere. Genauso. Deswegen habe ich in der Schule immer verkackt. Scheiße. Deswegen verkacke ich auch im Leben immer, weil ich so unfreundlich bin. Vielleicht sollte ich einfach mal freundlicher sein. Funktioniert das Ganze auch bei Produkten. Produkte, wo natürlich draufsteht, werden als gesünder wahrgenommen. Durchtrainierte Menschen. Ja, da steht auch vegan drauf und die Leute kaufen die Scheiße weg und denken, dass das super toll ist. Aber auch da verbirgt sich leider ab und an mal ein bisschen Kacke drinne. Wissen, was das Beste für einen ist. Wenn mir also eine Person mit... Heißt nicht, dass vegane Produkte nicht gut sind und vegetarische? Einem Riesenhintern erzählt, dass ein Booty Booster, obwohl es vorher eigentlich gar nicht die Rede davon war, aber danach hat der Booty Booster ihr geholfen, einen Riesenhintern aufzubauen, dann glaube ich ihr das. Natürlich. Wir haben es mal getestet vor 2 Jahren, da bin ich extra in Form gekommen, als wir was Neues verkauft haben und wir haben mehr verkauft und besser verkauft, weil ich einfach besser in Form war. Folgend davon, Menschen, die keine Topform haben, werden als unglaubwürdiger eingestuft, weil, hey, wovon redet der? Der sieht ja nicht so aus wie das, was er mir propagiert. Okay. Kommt halt drauf an, in welcher Bubble du unterwegs bist. Wenn ich jetzt mich selbst nehme und ich gehe in diese Bodybuilding-Bubble, dann bin ich da so ein Wellensittich. Also da habe ich keine Muskeln, da habe ich noch nie trainiert, da bin ich niemand. Da kriege ich dann Kommentare wie, Alter, trainier doch erstmal selbst, bevor du irgendwelche Tipps hier gibst. Und sobald ich aber in die... Erinnert mich irgendwie an einen YouTube-Kommentar. Wer hat das denn nochmal verfasst gehabt? Ja, der war sehr ähnlich, der YouTube-Kommentar. Diese Mainstream-Bubble komme, wo jetzt nicht nur Bodybuilder drin sind, dann bin ich auf einmal überdurchschnittlich trainiert und nehme Stoff und ich kann nicht natural sein, weil ich so krass bin. Und du kriegst halt so alles unter ein Video. Und der wechselt sich dann halt ab, so, ey, der ist auf Stoff, ey, trainier mal. Und deswegen fällt es auch solchen Leuten einfacher, Produkte zu verkaufen, da sie eben glaubwürdiger sind, weil sie attraktiver aussehen. Das ist simples Produktmarketing. Auch Pamela ist ein gutes Beispiel. Ja, Markus Röhl ist pure Naturalität, Mann. Das macht er nur mit einem, das macht er wirklich nur, aber ausschließlich wirklich nur mit einem Thunfischshake. Für schlaues Marketing. Weil sie schlank trainiert und gesund aussieht, gehen wir davon aus, dass die Produkte, die sie verkauft, ebenfalls gesund sind. Und der Name spielt ja extra darauf an. Kokosblütenzucker als gesünderer Ersatz und alles natürlich, obwohl bereits seit Jahren bekannt ist, dass ihre Produkte nicht nur genauso zuckerreich sind wie der Rest, sondern auch noch für wesentlich mehr Geld verkauft werden. Ja, und das Ding ist, das isst sie nicht mal selber. Als nötig. Und warum? Weil die Zuschauer glauben, Pamela wird schon Ahnung haben, wovon sie redet. Doch natürlich. Was lösen diese Art von Körperideale bei uns aus? Ein gutes Beispiel dafür ist Sophia Thiel, die Fitness-Influencerin von früher, welche mit einer Gewichtsabnahme und einem straffen Sportprogramm sich etablieren konnte und sehr, sehr viele jugendliche Heranwachsende inspirieren konnte, ein hartes Training durchzuziehen, um das Beste aus sich rauszuholen. Ein Trainingsprogramm wie beispielsweise 12 Wochen, bestehend aus Sport, Rezepten und irgendwelchen Motivationssprüchen, die dir sagen, dass du mit Disziplin und harter Arbeit und einem Ziel vor Augen genauso aussehen kannst. Der Twist? Irgendwann verschwand sie von der Bildfläche und hat dann im Nachhinein zugegeben, dass sie Essanfälle hatte und dieser ganze Druck, der auf ihr lastete, bis zu einer Essstörung führte. Was zu dieser Zeit noch niemand weiß, Sophia verheimlicht Essanfälle und ihre Figur macht Probleme. Auftraggeber sagen Termine ab. Kunden hätten ihr abgesagt, weil sie zugenommen hat. Und ihr Fitnesstrainer hatte Angst davor, wie er denn wirkt, wenn sie zunimmt. Das war natürlich für mich so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ich war ultra beschämt. Mein Trainer saß neben mir, der natürlich auch gefragt hat, was das soll. Also wie er auch dasteht, wenn ich jetzt nicht richtig in Shape bin. Dann habe ich gesagt, okay, so wie du ja jetzt bist und aussiehst, wirst du einfach in dem Markt nicht gebraucht. Problematisch daran ist, das Programm ist immer noch aufrufbar. Man kann es immer noch kaufen und es wird immer noch mit Sophia Thiels hartem Stahlkörper geworben. Tja,
da hat Sophia dann wohl keine Rechte mehr dran an dem Ding. Es würde mich halt schon interessieren, weil es gibt ja immer noch Leute, die Geld dafür ausgeben, was nicht mal die Erfinderin dieses Programms durchgehalten hat. Ich fühle mich schwer, das noch mit der Essstörung nicht auszusprechen. Oder halt mit, ja, der, mit Therapie und so. Phase. Ja, voll, aber ich denke, das ist einfach auch so ein Riesenthema, wo viele auch nicht wussten, was sich dann eben bei mir wirklich abgespielt hat. Weil eigentlich hätte man schon voraussehen können, wenn du jetzt die Wettkampfdiät immer weiter machst, dann wirst du irgendwann Essanfälle haben, weil dein Körper in den Notzustand gerät. Aber das weiß man, oder das haben wir ja auch alle nicht gewusst. Fitness-Influencer spielen. Ja, deswegen sollte das auch in Schulen mal gelehrt werden. Aber ey, das funktioniert ja nicht, weil dann können wir am Ende den ganzen Scheiß nicht mehr verkaufen. Was? Uns heile Welt vor und vor allem einen Ausnahmezustand eines Körpers, den sie sogar teilweise nachbearbeiten. So gibt es Seiten, die sich extra darauf fokussiert haben, diese Körper zu exposen und darauf hinzuweisen, dass diese gefotoshoppt sind, um so diese Körperideale aufzulösen und vor allem die Erwartungshaltung zu schmälern. Eine Erwartungshaltung, die nicht nur Zuschauer... Ja, das guckt sich aber keiner an, weil wer möchte denn mit der Realität sich auseinandersetzen? Nur die wenigsten Menschen haben die Courage, und das hat wirklich was mit Courage zu tun, sich mit ihrer eigenen Realität auseinanderzusetzen. Sich nackt vor den Spiegel zu stellen, sich anzugucken und zu sagen, puh, Marge, du siehst aber richtig scheiße aus. Das ist nicht so geil. Verunsichert, sondern sogar einen Coach, Steph. Mir macht es manchmal was aus. Sagen wir mal, an 9 von 10 Tagen ist mir scheißegal. Aber so am 10. Tag denke ich, vielleicht sollte ich auch ein bisschen mehr reinhauen und ein bisschen mehr in Form sein. Dann könnte ich mir halt viel sparen. Dann könnte ich mir viele dieser Kommentare ersparen. Training ist halt nicht mein Leben. Also ich trainiere einmal am Tag, wenn es geht, eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, wenn ich Zeit habe. Und das war's. Und in dieser Stunde muss ich halt dann ziemlich viel erreichen, damit ich halt den Rest vom Tag... Ich kann halt nicht 3 Stunden im Fitnessstudio stehen, wie jetzt ein Bodybuilder mit 22, der halt keine Kinder und keine Verpflichtungen hat. Das Skurrile dabei ist, dass obwohl sich besonders viele Frauen durchtrainierte Körper als Vorbild nehmen, wissen sie gar nicht, wie unwahrscheinlich dieses Schönheitsbild ist, wenn man nicht praktisch seine ganze Zeit und sein ganzes Leben opfert, um so auszusehen. Siehe Sophia Thiel. Wenn du jetzt die Wettkampfdiät immer weiter machst, dann wirst du irgendwann Essanfälle haben, weil dein Körper in den Notzustand gerät. Die Mädels haben von Natur aus einen höheren Körperfettanteil als die Jungs. Das ist von der Natur aus auch so gewollt. Und damit man jetzt Bauchmuskeln sieht, die ja jeder hat, die einfach nur unter der Fettschicht, unter der Haut liegen, muss man schon vom Körperfettanteil so unter 10% gehen. So ab 10% sieht man dann schon so richtig auch die Bauchmuskeln. Und das ist aber nicht gesund, das langfristig zu halten. Zumindest nicht für jeden. Ja? Jeder hat ja irgendwo auch eine andere Veranlagung. Manche haben irgendwie immer Sixpack, sind immer drahtig, heißt nicht, dass die jetzt ungesund sind. Aber es ist nicht für jeden so leicht erreichbar, dass man sagt, man macht jetzt ein 12-Wochen-Programm von Sophia Thiel und fertig. Jugendliche, Erwachsene, Sportbegeisterte. Eine Gruppe, mit der sich sehr, sehr viel Geld verdienen lässt. Denn es gibt kaum noch jemanden, der euch nicht erzählt, dass ihr eine Menge von Supplements braucht, um... Na klar! Und wir kaufen uns auch den Kilobeutel für 50 Euro, weil ey, wir brauchen das. So einen Körper zu erreichen. Also mittlerweile sind die ganzen Supplements zu sehr im Vordergrund. Dass jemand, der gerade damit anfängt, denkt, er braucht das alles, damit er irgendwie ein Ergebnis oder einen Fortschritt hat oder gesund bleibt. Aber letztendlich ist es ja, wie der Name schon sagt, Nahrungsergänzung. Du musst damit nur Dinge zu dir nehmen, die du in deiner Ernährung im Alltag halt nicht hast. Und das ist sowas wie Vitamin D. Das ist sowas wie Omega-3, das sind eigentlich Mikronährstoffe. In deinem Alltag merkst du das halt nicht. Nur weil du jetzt Omega-3 nimmst, merkst du jetzt nicht, wie du auf einmal stärker wirst, wie bei einem Booster, der dann überall kribbelt. Und durch Vitamin D schmeckt auch nicht der Quark besser. Also kommt halt irgendein Flavorpulver rein und hier kommt Whey zum Backen rein und überall wird es verwendet, wo du im Prinzip sagst, boah, könntest du halt auch einfach alles weglassen. Ja. Yep. Und es ist okay, wenn du das verstanden hast. Das ist gut, wenn du es halt da hast, du hast die Kohle, hast Lust drauf, dann kannst du es machen. Aber viele denken einfach, man muss es so machen, weil es sonst nicht funktioniert, einfach weil das Thema so überpräsent ist. Dazu sollten wir uns mal hinsetzen und Nahrungsmittel raussuchen, die unfassbar stabil sind und die dir genauso viel bringen wie einen Whey. Zustände, die nur über Wochen haltbar sind und Essenspläne, die an der Realität vorbeiführen, die nicht mal die Protagonistin selbst einhalten kann. Gemachte Körperteile, die trotz Anstrengung nicht auf natürlichem Wege machbar sind. Es sei denn, ihr kauft natürlich die... Was ist das eigentlich für ein sinnloses Foto in so einem Body mit Flauschohren im Schnee? Das ist ja so richtig sinnlos.
richtigen Produkte dafür. Und all das, damit sich Menschen schlecht fühlen, wenn sie nicht das Körperbild erreichen, was ihnen Tag für Tag propagiert wird. Ein Körperbild, was die Fitnessbegeisterten nicht mal selbst halten können. Wow, also die Frau ist wirklich von oben bis unten gemacht, was ja an sich kein Problem ist. Jeder soll machen, was er möchte. Aber dann sag das doch bitte und gib nicht irgendwelchen Leuten das Gefühl, dass sie das ohne Training erzielen könnten, weil das nicht der Fall ist. Beispielsweise ist es einfach nicht fair, von einem großen Hintern zu profitieren und ein Produkt zu verkaufen, was einen unrealistischen Standard setzt und falsche Hoffnungen schürt. Wie gesagt, Lisa kann viel stemmen. Dennoch sieht jeder, dass das keine natürliche Silhouette ist. Darf man Fitness-Influencer in dieser Hinsicht verurteilen? Denn ihre Intention ist gut. Menschen zum Schwitzen zu bringen, sich zu bewegen und dabei das Beste aus sich rauszuholen. Aber sie stehen unter enormem Druck, gut aussehen zu müssen. Ihr Körper ist ihr Kapital und jedes Bild muss sitzen. Doch dabei setzen sie sich selbst so unter Druck, dass manche teilweise zu unnatürlichen Mitteln greifen, um immer besser auszusehen, also in ihrem Sinne gut aussehen. Doch die Erwartungshaltung steigt und normal aussehende Menschen werden als untrainiert abgestempelt und Leute sind frustriert, wenn sie nach einem 12-Wochen-Plan nicht dasselbe sehen wie angegeben. Kritisieren kann man die Fitness-Influencer in dem Sinne, weil eine falsche Erwartungshaltung befördert wird, von der man aktiv profitiert und das auf dem Rücken von Zuschauern und Sportbegeisterten, die sich wundern, warum ihr Hintern und Körper trotz gleicher Arbeit nicht gleich aussieht. Und allgemein interessiert es mich natürlich, welche Erfahrung ihr mit Fitness-Influencern habt. Ja, gar keine. Fühlt ihr euch inspiriert oder fühlt ihr euch doch eher frustriert, wenn ihr nicht dieselben Ergebnisse erzielt, die euch vorgelebt werden? Und habt ihr schon mal einen Booty Booster gekauft? Ja, hab ich, Magerquark. 1,5% Fett, Junge. 500 Gramm Skis rein in den Kopf, Ski. Papa. Seid ehrlich, niemand judgt euch, okay? Schreibt. Mir gerne in die Kommentare und schaut super gerne bei Coach Steph vorbei, wenn ihr es. Coach Steph ist übrigens ein sehr cooler Dude. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Der spricht mal so ein bisschen realitätsnah. Sympathisch. Nicht getan habt. Schonungslos ehrlich, aber es macht Spaß. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag bei einem neuen Video mit eurem Girl Sascha. Maschine! Fitnessplan kommt! Okay, cool. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte dein Video liken und ich möchte auch abonnieren. Es ist wirklich wild, ne? Wie mit den Gefühlen von Menschen gespielt wird, ist super traurig. Und was ich immer noch viel, 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 viel trauriger finde, ist, dass Menschen nicht mehr in der Realität leben. Und das macht mich immer so traurig, wenn ich das mitbekomme, dass so ein Reiß überhaupt zieht. Und dass, wenn man den Menschen das mal wirklich sagt, dass das nichts bringt. Irgendwie sind wir solche, wie soll ich das sagen, solche zarten Pflänzchen geworden. Also einige Menschen, nicht alle. Einige Menschen sind so zarte Pflänzchen geworden, dass sie einfach fliehen. Fliehen vor der Realität. Und sich so ein Käse einfach reindonnern.